Muss ich hier ansetzen, okay. Wenn ich dann so gehe, dann bist du hier die Silbermine. Ach, guck mal, hier ist nochmal ein rußiges Bollwerk. Nein, ich kann die Silbermine hier nicht hinsetzen. Na, vielleicht nicht erlaubt im Untergrund. Überall haben die rußige Bollwerke. Ich glaube, wir greifen mal das rußige Bollwerk hier unten jetzt an. So, mit allem, was wir haben. Kohle wurde entdeckt. Bei mir entdeckt worden, muss ja bei mir, ne? Eine große Kohleader hier, Wolfi. Auch gut. Das müssen wir mal abwarten. Wir haben momentan, gehen uns wahrscheinlich demnächst die Spitzhacke aus. Weil wir jetzt natürlich Mine gebaut haben, wie die Bilder. Unsere Kampfkraft ist schon bei 135. Also, ja, dass wir an dem Gold dranbleiben. Guck mal, ich kämpfe jetzt gerade, Koma. Da kann es sein, wir schaffen das sogar, das Bollwerk zu zerstören. Das ist gut, ich kämpfe hier unten gegen. Nee, weil du sagst, du hast es noch nicht gesehen, wie das aussieht. Vielleicht sehen wir das ja hier jetzt. Ich kämpfe hier unten gegen Werwölfe immer noch. Alter Schwede, sind hier viele. Hier sind ganz viele Steinbrecher, die bauen ja die ganze Erze ab. Wow! Nicht das untere Bollwerk angreifen, das ist uns egal, wir wollen das hier oben zerstören. Die haben tonnenweise Eiserz, hey, wenn wir das Bollwerk erobern, kommen wir an richtig viel Erz ran. Ich habe die Mondschlucht besiegt, ich würde es nochmal gesagt haben. Ah, die, sehr gut. Die ja, Werwölfe. Das sehe ich so. So, jetzt, wo ist denn Bollwerk? Wo hast du es? Ach, da. Da kämpfe ich gerade, aber es sieht nach einer Niederlage aus. Nee, du hast da gewonnen. Weil Soldaten sind übrig, aber wie greifen jetzt das Bollwerk an, ist die Frage. Vielleicht bricht es von alleine zusammen. Es kann sein, wenn das eine Weile nichts produziert, holen wir die Soldaten. Weiß es nicht, oder ob die irgendwo da oben sind, weißt du, dass da noch welche laufen von denen? Also als ich angeklickt habe, hat er mir angezeigt, weiß, dass da noch irgendwo Leute waren. Ach, hier unten kämpfen sie nochmal. Ja, mir zeigt er das auch an, du hast recht. Er zeigt mir an, dass da noch welche sind und da läuft noch einer und da läuft genau, noch einer. Als ich genau, die, ich glaube, als ich die gekillt habe, dann wird's, glaube ich, okay, dann wird's vorbei. Dann hängt das so zusammen. Wir müssen das hier erobern, ne? Also oh ja, klick mal das Bollwerk hier an. Ja, habe ich gerade. Ist ja alles weiß. Das ist auch nicht schlimm. Ich kann von unten kommen mit meiner Garnison, du kommst von oben. Ist alles gut. Ja, aber von oben in meiner Garnison ist nichts mehr übrig. Also Gruben, gieriger Wächter. Grubenwächter, gieriger Wächter. Die werden, glaube ich, immer stärker, kann das sein? Ja, das Gefühl habe ich auch. Und umso mehr Erz, die rankommen, wenn die aus Silber und sowas abbauen, da baue sie aus Silber ab, so wie es aussieht. Da kommt er. Den müsstest du, der Kriecher, vielleicht kriegst du den. Jawohl, Kriecher ist tot. Einer. Und der andere läuft hier noch. Wenn der auch noch tot ist, dann bist du es geschafft. Nee, haben. Mir wird hier oben noch einer angezeigt. Wo ist hier oben? Glaube ich. Ja, hier ist einer. Gegen also ich stationiere die jetzt auf jeden Fall mal auf dem Bollwerk. Von dem Turm und von dem einen Wachturm und von unserer Garnison. Die stationiere ich mal da um das Bollwerk rum, unser Militär. Dass die alles töte, was sich daran nähert. Und dann können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, das Bollwerk platt machen. Ja, und dann aber das Problem ist, es steht zu nah, als dass wir dann. Und dann musst du schnell sein mit der Grenze, ne? Ja, nee, das andere Bollwerk, würde ich sagen, das greift man direkt danach an. Müssen die beide Bollwerke hier vernichten. Sonst Alter, weißt du, wie intensiv das ist? Warte mal. Ja, das wird halt heftig. Aber es gibt halt noch mehr Bollwerke und die sind uns hier wirklich... Ich komme mit jetzt 20 Wachen, nee, Quatsch, 10 Soldaten, 10 Wachen und 5, was sind das, Feldläufer. Oh ja, großer Trupp, sehr gut. So, von da komme ich jetzt. Und jetzt gehe ich da voll rein. Genau. Greife alles an, was hier... Was alles... Ja, das sind nur 3 Kriecher von des Garfs, die zum linken Bollwerk gehören. Aber genau alles schnetzeln, was hier rumläuft. Wir müssen uns das jetzt freiarbeiten, ja. Ach, guck mal, die arbeiten tatsächlich an der Gruppe, das ist ja cool. Das wären jetzt große Verluste für uns, aber es sind nur noch 5 oder 6 von den Viechern, die wir killen müssen. Ja. Einer weniger, zwei, 4, 6 sind es noch. 5, 4, 3. Ach shit, da ist einer gerade, die kommen mit. Was, ein Erzkratzer? Achso, ein Erzkratzer. Jawohl, das eine Bollwerk ist eingestürzt. Komm, einer noch, komm, den einen noch. Jawohl,
Nee, was? Da leben noch welche. Da ist noch zwei, ach, da, drei. Ja, ich sehe es, da oben lebt noch einer. Ja, und rechts, auf der, da wo ich gepinkt habe, sind auch nochmal drei. Und eine ist gerade neu gespawnt. Aber ich schicke trotzdem meine Einheiten jetzt auch da alle drauf. Ich habe zwar nichts mehr, aber... Ich habe alles, ich habe noch meine 10 Wachen, ich habe noch... Ja gut, ich habe 6 Soldaten verloren und alle Waldläufer, aber die Wachen habe ich alle genau, noch. Genau, und unsere, und uns, die, ja gut, die Wachen gehen ja nicht von der Grenze weg. Die bleiben ja in unserem Land stehen. Ach so, wir müssen die da oben killen, ne? Ja, wobei, ja, aber die kommen runter. Zurück, oder? Die kommen noch zurück später. Wir patrouillieren jetzt einfach um das russische Bollwerk. Ja, ja. Und guck mal, in der Zeit fangen unsere Wache hier unten schon an. Welche Kriecher und so weiter, ja, ja. Ja, unsere Wache fangen schon an, das Land einzunehmen von denen. Ist das so? Ja. Also hier unterbreite ich mich schon aus. Ja, gut, weil das andere Bollwerk war, ja, ja. Genau. Kommen wir hier an den Stein schon ran? Genau, da kommen wir schon ran. Sehr gut. So, da wird auch schon fleißig Stein abgebaut und Kupfer gibt es da auch wieder. Alter, was die da alles haben, ne? Aber ich glaube tatsächlich, da wir ein bisschen auf Zeit spielen, ist es nicht so tragisch, aber ich glaube, dass man normalerweise 2 Werkzeugschmiede braucht. Wir spielen auf Zeit? Ja, ein bisschen schon. Ist nicht ganz so, also schnell, also wenn man will, glaube ich, könnte man das schneller schaffen. Aber ich finde das Spiel... Ja. Da geht es ja nicht darum, so schnell wie möglich alles zu schaffen. 3, 4, 6, 8. Ja, leichte Rüstung, man wird ja halt keine abgegeben momentan, weil wir alle verballern. Können wir denn irgendein wir bräuchten 30 Hellebarde, sehe ich gerade. Wofür? Das rote Volk 30 Hellebarde müssten wir mal an die ausliefern. Schaffe Reichtum, das kriegen wir von allein, da wir Goldmünze prägen. Das wollen wir sowieso machen. Was gibt es denn noch? Besorge Kurios Bazar, das sind wir gerade dran. Weil wir müssen ja nicht alle Ziele erfüllen, sondern nur... Oh, die haben unsere Soldaten hier zurückgeschlagen. Ein paar zumindest. Oh ja. Oh ja. Die haben alle... Ich ziehe mal meine Leute zurück, weil das ist jetzt nur ein Schnitzel. Ja, dann mache ich das auch. Ja, das haben meine von alleine schon gemacht, sehe ich gerade. Aber wir haben ganz schön Verluste eingefahren. Wir haben nur noch 8 Soldaten. Ach, die 20 erweitern die Grenze wahrscheinlich gerade. Die 20 Draufgänger, die hast du alle zurückgezogen, oder? Die Draufgänger sind alle zurückgezogen. Ah, nee, da oben sind noch 5 im Turm. Ja, ja, natürlich. Ich kann die auch rausnehmen, wenn du möchtest. Ja, nimm die raus, dass wir die 20 Draufgänger immer im Lager haben. Dann können wir die setzen wir immer dann da ein, wo wir sie wirklich kurzfristig brauchen. Wenn wir irgendwo wieder ein Werwolf-Lager auflegen, weil dann brauche ich auch keine neue mehr herstellen, weißt du? Und die Silberdecke, die laufen an der Waffenschmiede jetzt irgendwann voll. Weil die teilweise schon 16 an der einen Waffenschmiede, an der anderen auch. Dann produziere die jetzt nur noch Eisenschwerter und Streitkolbe, sonst nichts mehr. Aber für Streitkolben scheint nicht zu klappen. So, achso, wie sieht es eigentlich aus mit den Silbersachen und so weiter? Nickelmine, Zimmer unterwegs. Seile brauche ich. Ich brauche Seile, Wolfi. Ja, Seile stellen wir her. Steine. Oh Gott, Stein ist auch massiv. Ne? 27 Steine, alle reserviert. Alter. Ja. Stein ist hier ist nochmal Silbererz. Ich bin schon jetzt hier unten dabei, dann brauche ich ja 2 Steinmetze und brauchen wir auch mehr. Steinmetze sei schon. Steinbrüche. Brauchen wir auch 2 Steinmetze? Oder mehr Steinmetze? Nee, ne? Nee, Steinmetze sind eigentlich. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur Steine, ne? Ja, wir brauchen einfach nur mehr Stein, ja. Okay. Grenzsteine sind logischerweise immer alle reserviert, weil die verballern ja, wir, wie sie reinkommen. Aber ich bin der Meinung, wir erweitern unsere Grenze relativ zügig momentan. Ja, durch Krieg. Ja, da kann man eigentlich nichts sagen, das läuft ganz gut. So, scheiß Ernst, was haben die denn für eine... Ich kann das hier... Das ist doch nicht wahr, ey. Ich wollte... Hier ist auch 80 Silbererz bestimmt übrigens. Dann stellen wir hier unten noch ein, hier stellen wir gar nichts her. Da stellen wir gar nichts her. Deswegen geht es ja auch nicht vorwärts. Ich stelle mal bei der Schneiderei ein, dass die leichte Rüstungen und Rucksäcke produziert.
Dann stellen wir mal aus 5 Rucksäcke die erste 5 Händler her. Das geht, glaube ich, im Gilderhaus, Handelsträger. Da machen wir mal 5 Stück. Dann können wir mal mit dem Rote Volk anfangen zu handeln. Fang doch mal an, mit dem Roten Volk zu handeln. Ja, da fangen wir mal an. Ich glaube, Goldbarre werde auch bald wieder welche geschmolzen. Ja, die erste Goldbarre werde schon geschmolzen. Sehr gut. Jetzt fehlt an der Hast du noch links die Meldung, werden von Werwölfen angegriffen? Ja. Wo ist denn das? Ja. Ja, das sind Werwölfe. Ja, und ich habe meine Draufgänger abgezogen. Toll. Er zieht die am besten alle ab und alle Wache raus und 10 Draufgänger hin und dann kannst du da wieder vermöbeln. Das ist ein Diebeslager, Freunde. Ich glaube, das schnappen wir uns mal. Nee, warte mal, das machen wir so nicht. Machen wir so, wenn dann. Wir greifen mal mit 3 von denen Wache an, das ist okay. Ach, guck mal, wie wir da teilweise Verluste hatten. Wir haben auch schon ewig keinen fortgeschrittenen Soldat mehr hergestellt und Elite-Soldat sowieso nicht, weil uns einfach massenweise die Eisenbahn fehlen. Wir haben halt Silberdegel jetzt ohne Ende hergestellt. Diebe. Ja, da bin ich gerade extra hin. Achso. Dann bist du extra. Ja, wir haben Massen auf Degen hergestellt, das ist richtig. Wir haben's. Oh, guck mal, was die geklaut haben. Da liegt lauter Liebesgut. Sogar Eisenbarren liegen da. Und Zahnräder und was weiß ich. Ja, und nicht unbedingt von uns. Natürlich haben die das von uns geklaut. Von wem denn sonst? Nur von dir. Ja. So, Draufgänger habe ich drin. Dann würde ich sagen. Go-Go Gadget, ne? Go-Go Gadget, ja. Nickelmine und Silbermine wird gebaut. Wir haben seit 15 Minuten kein fortgeschrittenes Soldat mehr hergestellt. Weil wir keinerlei Eisenbarren haben. Tja, dann müssen wir doch mal Eisen ein bisschen ankurbeln, ne? Ich verstehe aber nicht warum. Wir haben 5 Schmelzöfen. Die alles an. Ich habe überall halt alle Barre eingestellt, logischerweise. Ist ja okay. Soll ja auch alles machen. Ach, hier sind noch Banditen. Willst du dich verarschen? Wo kommt die denn her? Ach, hier ist noch ein Banditenlager. Ja, gucken wir mal, ob wir die wahrscheinlich, weil wir die Eisenbarre halt auch hier für Stahl wieder verbrauchen. Das ist halt so ein bisschen ein Problem. Der hier läuft jetzt auch an. Ich überlege gerade, ob wir tatsächlich in dem einen hier oben einstellen. Wir machen kein Silber, kein Nickel, kein gar nichts. Wir machen hier nur ausschließlich Eisenbarren. Da wurde einer zum Werwolf. Oh je, schlecht. Aber du hast die Werwolfshöhle zerstört, so wie es aussieht. Ja, gegnerisches Lager zerstört. Aber das ist zuerst nicht mehr zum Werwolf geworden. Okay. Haufe Bandita hat es da. Ja. Guck mal, da unten ist noch ein Diebeslager in der Ecke. Himbeeren, was? Ja. Hier ist eine große Eisenerz. Oh ja, große Kohle ist das. Nee, das ist große Eisenerz. Hä? Nee, da, hat Eisenerz da ist Kohle, da ist Eisenerz. Ach, das ist daneben. Ah, okay. Ja. Aber du hast da unten in der Ecke hier auf dem Zipfel, auf dem Landeszipfel, da hat es Diebeslager ohne Ende. Zumindest 2. Ach da, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, da könntest du vielleicht 3. Da unten irgendwo einen Turm aufstellen noch, oder? Ich irgendwo da auf die Halbinsel einen Turm da unten. Ja, kein Stress. Ich habe doch noch meine Garnison, wenn die irgendwann mal aufgefüllt ist. Irgendwann mal, ja. Na wobei, 5 Draufgänger haben sie, ne Quatsch, 5 Waldläufer haben sie. Ja, die Waldläufer stellen wir auch gut her, wenn ich mir das angucke. Und die Wache werden auch gut produziert, da haben wir natürlich auch hohe Verluste, aber fortgeschrittene Soldaten produzieren wir halt aktuell gar nichts. Einen haben wir jetzt, glaube ich, hergestellt. Das ist richtig. Was Wein? Ein einziger haben wir hergestellt. Deswegen habe ich hier an der Schmelzhütte mal eingestellt, dass wir zukünftig dann nur noch Eisenbarren schmelzen, sonst gar nichts mehr. Hier ist nochmal eine schwarze Grenze, sehe ich gerade auch. Hier ist kein Krieger, um sie zu erweitern. Das sind überall, sind die hier irgendwo. Aber die muss ja irgendwo da hinten sein. Ne, beim Rote Volk hier oben stoße ich auch wieder an schwarze Grenze. Hier geht's auch wieder nicht weiter. Da sind auch schon der Kriecher unterwegs.
Ja, aber mir unten sind auch keine Krieger unterwegs. Deswegen, ja. Deswegen müssen wir das eine Bollwerk hier mal zerstören. Auch hier unten Baustellencamp. Guck mal, wie hier tote Wache liegen. Ah ja, da, ich sehe es. Greif's doch mal ein bisschen zurück, damit wir ein bisschen aufforsten können. Ja, Alter, haben wir da Wachenverluste gerade. Ja, deswegen ist halt, zurück. Ja. Ja, wir müssen das Bollwerk zerstören da. Aber ja, halt, aber lass uns das mal aufrüsten, dass wir 20, 30 haben und dann gehen wir rein in der Aktion. Ja. Konzentrierten Aktion. Also den Stein, den du gebaut hast, der hat keine Spitzhacke mehr. Unser Werkzeug schmiedet zu langsam. Aber er ist wenigstens mit allem versorgt, wie es aussieht. Ich hab keinen. Achso, doch, der hier oben, stimmt. Ja. Der hat ja rote zwei Bahn. Stück gebaut, richtig, ja. Oh, die bauen doch alle ab? Ja, die alle, ja, aber der hier, der auf Ding hier, den, wo du neu gebaut hast. Ach, stimmt, stimmt, den habe ich auch noch gebaut, ja, richtig. Dem fehlt Spitzhacke. Meine Kohlemine hat auch zu wenig Leute. Ja gut, aber Stein haben wir ja, also mittlerweile schon richtig viel, ne? Also, das darf man nicht vergessen. Ah, es wird jetzt besser, ja. Boah, das siehst du auch am grünen Balken, wie du hier. Jetzt sind, am Anfang war es zu 2 Stein pro Minute, jetzt ist auf 10 Stein pro Minute gestiegen. Das ist krass, ne? Ja, braucht man ja auch. Guck mal, sind alle reserviert, ne? Kohle sieht gut aus. Wir haben zwar einen enormen Kohleverbrauch, aber wir haben es jetzt teilweise geschafft, 10 Kohle pro Minute herzustellen. Kurzzeitig. Also es wird deutlich besser jetzt. 101. Nickelmine findet zum Sammeln keine Ressourcen zum Sammeln in Reichweite. Dann reißen wir die Nickelmine hier unten mal ab. So. Also was hast du denn eingestellt? Kriegen wir alles wieder oder zur Hälfte? Zur Hälfte, die Hälfte. Ja, nee, ich glaube alles sogar, wie ich das richtig sehe. Brauche ich das hier hin? Es war hier noch irgendwie. Wenn ich kein Baustellencamp habe, von wo holen die Ressourcen? Wo lagern sie die ein? Schiff? Ja, am Schiff. Dann holen sie vom Schiff quasi, richtig? Genau, die tragen alles zum Schiff zurück. Okay. Schiff holen sie es auch wieder. Da haben wir noch irgendwo Nickel gehabt. Bin ich doof? Nochmal abreißen? Ja. Ich dachte, hier wäre Nickel gewesen. Da ist Nickel. Brauche ich das jetzt hier hin? Brauche ich das hier hin? Da kommen wir noch ich ran. Brauche hier hin. So. Brauchen wir mal auch noch eine Nickel. Aber wir bauen so viele Minen momentan noch. Ne, meine sind gleich fertig. Ja, ich habe jetzt auch noch mal eine Nickelmine in Auftrag gegeben. Ich habe zwar eine abgerissen, aber uns fehlt ja trotzdem die Spitzhacke wahrscheinlich. Ein Seil wird fehlen. Seil ist das, was mir fehlt. Es wird aber gefertigt mittlerweile. Wir hatten halt lange Zeit kein Flachs. Und das hat uns ein bisschen ausgebremst. Oh, hier sind so viele Himbeeren. Oh, es ist gerade Himbeeren-Saison, ne? Oh, weiß ich, wir trinken in Himbeeren. Ja, wir haben auch ziemlich viele daheim. Wir haben jetzt, meine Eltern haben sogar gelbe Himbeere. Die sind richtig lecker. Und es gibt nichts Besseres als Vanilleeis mit Himbeeren. Oh, ich könnte mich so reinlegen. Meine Mom, die macht immer so Quark. Himbeerquark heißt es. Oh, das ist also auch lecker bestimmt. So, mit so Schmand und dann so Quark und Schmand und dann ein bisschen Vanillezucker rein und da Himbeere dann reinrühre einfach. Ah, das ist auch geil. Schmeckt halt frisch. Ja. Ist erfrischend. Aber die gelben Himbeere sind lecker. Ich bin nur froh, ich habe bis zum Herbst, ach guten Abend Schabi, bis zum Herbst kann ich Himbeeren essen, weil ich habe eine Himbeersorte, die... Ja, das haben meine Eltern auch genau, die ist irgendwie immer tragend gefühlt. Die fängt so Anfang Juni an, ab Sommer. Ja, genau. ab Anfang Juni und dann halt 3 Monate hat die halt Himbeere. Ja, beinahe bis zum Frost. Ich habe letztes Jahr Frost-Himbeeren gegessen, dann hat es aufgehört. Ja, ja, so war es bei meinen Eltern auch, das hält teilweise ziemlich lang. Ich hasse diese Übersicht hier oben, hat er schon mal gesagt, das ist so nervig, ey. Ich finde die toll, die Übersicht oben, ich weiß auch nicht. Ich finde die so scheiße. Ich finde die spitze. Dass ich mal wieder, dass ich mal die Geschmäcker auseinandergehe. Ja, mag sein, ich finde die furchtbar. Es ist wollte mal zu überfrachtet, nee, es ist alles. Ich wollte mal in unsere Schatzkammern gucken. Am Platz haben wir noch genug für weitere Gold. Ich glaube, da passt immer 16 pro Stack rein. Das Wolf, wie zur Schatzkammer guckt, das war mir klar. Ja. Da sind überall unsere Goldruhe drin. Goldmünze. Wir müssen unsere Kampfkraft ja noch erhöhen, damit der Gegner, damit der das rote Volk beeindruckt ist. Gavs.
Ach hier, okay. Stahlverstärkte Rüstungen brauchen wir gar nicht herstellen. Helebarde sehe ich gerade auch schwarz. Doch, wir haben endlich mal Reserve bei Stein, weißt du. Und wir können die Anfrage, ob sie uns Spitzhacke schenke. 45 Spitzhacke, das machen wir mal. Jo. Einfach, weil sie uns möge, weil wir Pagonia von den Iskars befreien. Ich brauche Spitzhacke. Ja, hier ich auch. Das heißt aber, ich kann in der Werkzeugschmiede die Zippe Spitzhacke auf 0 runter machen. Wenn wir jetzt 45 Stück kriegen, dann konzentrieren wir uns lieber auf andere Sachen. Waldläufe waren gegen Banditen gut, ne? Nee, gegen Diebe. Achso, und gegen Banditen waren Wachen oder was? Genau, Wache war da gut. Eisenerzader entdeckt. Haben wir denn nochmal 5 Rucksäcke mittlerweile? Ja, tatsächlich. Dann sage wir hier unter im Bilderhaus nochmal 5 Handelsträger. Haben wir da jetzt 10. Ach so, warum stellen wir eigentlich. Das ist doch blöd, warum stellen wir nicht Klingentänzer her? Wir sind doch gegen die Skeffs gut. Wir stellen die ganze Zeit Wachen und alles her, aber keine Klingentänzer. Weil wir dafür Eisendolche brauchen. Ja, und? Oder gut, wir können mal die normale Klingentänzer plus 50% Kampfkraft gegen Skaffs, ja. Du hast eigentlich recht. Gib mal das in der Waffenschmiede in Auftrag. Weißt du, seit ich weiß nicht, wie viele Stunden wir mit Wachen und alles dahin und dann haben. Da gibt es eine neue Einheit, genau dafür. Ja, du hast recht. Dann geben wir hier mal Eisendolche in Auftrag. Und bei 2 nehme ich mal die Eisenschwerter sogar raus. Mir ist gerade eingefallen, weil wir ständig Leute dagegen verlieren. Ist ja logisch, dass wir ja Leute verlieren. Ja, ist richtig. Die Silberdegel lasse ich drin, die sind eh überall in alle 4 Waffenschmiede. Jetzt bald auf 16 vollgelaufen, da wird dann eh nichts mehr hergestellt. Jojo. Wenn die vollgelaufen sind überall, die Silberdegel, dann überlege ich mir, ob wir noch. Ich baue mal ein Lagerhaus, eine Schatzkammer, in die wir dann Silbermünze einlagern können. Das bringt uns nochmal Kampfkraft. Sagen wir hier oben, einlagern. Da ist noch ein Bollwerk, sehe ich gerade, Wolfi. Alle auswählen. Ja, das habe ich vorhin. Es gibt noch mehr sogar. Natürlich gibt es mehr. Genau da. Ah, okay, das habe ich noch nicht gesehen gehabt, ja. Auch einige Bollwerke mittlerweile. Aber guck mal, von 8 fortgeschrittene Soldaten haben wir jetzt schon wieder auf 17 erhöht. Die Produktion von fortgeschrittenen Soldaten ist jetzt einer pro Minute. Genau, dumm. Ich bin so dumm. Ich würde doch ein Lager ausbauen können. Ja, das Lagerhaus bei mir ist fast voll. Da haben sie alles reingestopft. Oder vieles. Fehlt noch Nadelholz ein Haufen. Ich glaube, da vieles von unserem Nadelholz geht tatsächlich bei Mine drauf. Unsere Mine verbraucht halt Nadelholz. Ja, ach so, die verbrauchen Nadelholz. Ja, die ganze Zeit. Stimmt, ja. Ich kann hier noch ein Dings stellen. Holzdings. Brauchst du noch ein Sägewerk? Ja, guck mal, ich habe so viel Holz hier. Im Moment ein Sägewerk oder? Bau du mal 2 Holzfällerhütte und ein Forsthaus und denk an der Brunnen. Und ich kümmere mich darum, dass wir nochmal ein Sägewerk bauen. Äxte haben wir noch 6, das heißt, es dürfte kein Problem sein. Und Schaufeln für den Förster haben wir auch genug. Also, das dürfte kein Problem sein. Ich kümmere mich nochmal um ein Sägewerk. So, 2 Dings sind in. Im Bau, Brunnin. Brauchst du das rechts? Das ist das Sägewerk. Ah, guck mal, da bietet sich's. Und das Sägewerk brauchst du, oder was? Oder soll ich ein Sägewerk bauen? Sägewerk wollte ich bauen, aber ich sehe gerade, dass ich keinen richtigen Platz finde. Weil dahinter, wo ich es bauen wollte, da könnte man eigentlich eine Kohle abbauen, sehe ich gerade. Da will ich kein Sägewerk hinbauen.
Gut. Dann brauche ich das irgendwo auf meiner Seite. Runter will ich nicht. Ja, nein, ich habe es verkehrt rumgebaut. Brauchen wir das hier? Okay. Nickelmine. Kann nicht arbeiten, weil keine Spitzhacke. Das dürfte sich ja, aber jetzt. Genau, bald... du hast doch angefragt wegen Spitzhacken. Wie sieht's denn genau, aus? Das dürfte sich jetzt bald erledigt haben. Ja, ja, die bringe ich ja schon. Unsere Handelsträger bringen ja schon Spitzhacke. Die erste 5 werden gerade geliefert. Uns fehlt Holz, Wolfi. Ja, ja, ich merke es auch. Nadelholz vor allen Dingen. Laubholz geht einigermaßen, wobei ja, Laubholz auch nicht ganz. Da haben wir zwar genug Stämme, aber zu wenig. Also alle Bretter sind reserviert. Deswegen baue ich ja jetzt nochmal ein Sägewerk, um das zu verbessern. Und du hast ja nochmal Holzfällerhütte und sowas gebaut. Ich habe 2 Holzfällerhütte und Forsthaus gebaut, ja. Genau, perfekt. Genau. Und mit sollte alles pflanzen? Ja, alles, ne? Ja, alles. Feuer, Holz, alles. Okay. Und bei der Holzfäller stellst du am besten ein, dass die nur ausgewachsene Bäume fällen. Das habe ich nämlich auch bei meinem vergessen einzustellen, weil dann das erhöht die Produktion auch noch mal ein bisschen. Dann fällt es nämlich mit den kleinen Krust. Kein Stress, kein Stress. Was ist das hier eigentlich? Wie sieht's denn an deiner Garnison aus, Koma? Ich gucke. Ich habe 8 Wachen und 5 Waldläufer. Dann Angriff. Ich greife auch an. Okay. Ich habe 10 Wache und 10 Waldläufer. Da drauf. Okay. Ich habe Angriff gemacht. Ja, ich auch. Es sind aber nur 4 aktuell. Es sind nur 4, sehe ich das richtig? Gegner? Ja. 5. Ja. Wo stehen da vorne rum? Ja, irgendwo laufen. Was ist eigentlich mit den Wachen? Achso, was ist eigentlich mit den Wachen, die. Wo sind meine Wachen? Greifen gar nicht alle Wachen an, weil die irgendwie Grenzen erweitern oder was? Die ja, genau, die Wache greifen sowieso nicht an, weil die können deine Grenze nicht verlassen. Ja, dann greifen ja nur die Waldläufer an, was ist das für ein Blödsinn? Ja, ich dachte, du hast vielleicht auch fortgeschrittene Soldaten noch oder so. Na, Quatsch, nicht ein. Ach, guck aber mal. Das passt. Ja, hab's überrannt. Nee, das war ich. Ja, oder du. Auf jeden Fall Hammers. Genau. Ja, die Rohstoffberge an, die da liegen. Ja. Eisenerz, Nickel, Gold liegt da sogar. Stein, tonneweise Stein. Ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, und dass unsere auch. Grenzen erweitert werden. Ja, ja, ja. Genau. Müssen wir die Grenzen noch erweitern. Ich werde mal hier einen Turm bauen. Um da unsere Grenzen zu erweitern. Mache er das. Mache er das. Das sei jetzt. Ich, wo ist denn nix? Das ist der Turm, ist der. Kann ich ja hier einbauen. Achso, das ist ja nicht unsere Grenze. Ja, müssen wir das mal erweitern. Stellen wir da mal ein wieder, 4 Wache. Dann haken wir das Fossel da ab. Ja, ja, da am Rand, da gibt's jetzt bald wieder Prügelei, ja, das sehe ich schon kommen. Da stoßen wir jetzt auch Grenze auf Grenze. Da geht es jetzt nicht mehr weiter hier. Ich finde, was mich manchmal noch ein bisschen stört, ist, dass man die Grenze nur schwer sieht. Also in meinen Augen könnte die Grenzstein ein ganz klein Ticke größer sein. Ja. An manchen Stellen. Ja. Könnte. Hätte, könnte, wäre. Ah, guck, sollte. Jetzt sind meine auf dem Weg, weil die Spitzhacken sind eingetroffen. Wolf. Das finde ich gut. Ja, genau, jetzt treffen die Spitzhacke nach und nach ein. Händler. Jetzt müssen wir mal gucken, was Wolfi hier überall gebaut hat. Wie viel? Ich baue gerade nichts mehr. Obwohl doch. Kohle, ja. Da baue ich noch. Da ist Sägewerk, wo ich baue. Ja. Und da oben halt den Turm. Menschen brauchen wir aktuell auch nicht, also sprich keine Wohnhäuser, ne? Brauchen wir aktuell nicht. Ja, das kann man nach und nach mal nachlegen vielleicht. Wir haben noch 125 freie Wohnplätze. Und durch das, dass wir ja dauerhaft Militär produzieren, große Stückzahl. Hast du eigentlich genügend Marktstände mit Himbeeren? Ja, ich habe alles, von jedem ein, wie du gesagt hast. Es gibt für jedes Produkt gibt es einen Marktstand. Sehr gut. Ja. Ja, weil das hätte uns jetzt richtig in den Hintern gebissen. Ja, das funktioniert super. Das war ein guter Tipp. Das mache ich zukünftig auch, wenn ich mal alleine spiele. Immer so jetzt.
Und ich finde auch die Idee gar nicht schlecht, dass wir hier zwei Taverne haben. Ach, das sind zwei? Oh, ja, ich hab da zwei gebaut, genau. Das funktioniert super. Weil die eine hat ja so eine niedrige Effizienz. 20%, warum auch immer, das verstehe ich immer noch nicht. Die andere hat irgendwie über 50. Was ist mit der Effizienz, Koma? Da scheint was nicht ganz richtig zu sein. Also, ich meine, dass die Anzeigen irgendwie nicht ganz richtig sind. Eine Effizienz von 6%, das stimmt doch was nicht. Eine Effizienz macht auch nur dann Sinn, wenn sie für einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal über 5 Minuten, ist wie viel Effizienz für 5 Minuten? Das macht mehr Sinn hier in dem Spiel, oder 2-3 Minuten, ja, als für diese Sekundenanzeige jedes Mal. Was ich noch nicht verstehe, ist die ganze Nahrungsmittelanzeige. Rehfleisch und Steinpilz kauft ein, serviert. Sind das die letzte Mahlzeit, die serviert wurde vielleicht, wenn man die Taverne anklickt? Was? Klick mal die Taverne an. Also kauft ein. Genau, und das weiter unten ist alles das, was serviert wurde wahrscheinlich, oder? Weil du siehst auch, da kommt ständig wieder was Neues dazu hier. Das rattert die ganze Zeit durch. Ich würde eher sagen, das ist das, was er... Wenn ich das richtig verstehe, fehlen hier uns Himbeere, weil da ist öfters mal ein Zeichen dran, dass ja, da... Ja, Himbeeren bauen wir ja auch nicht viele ab. Okay, aber das heißt, wenn hier hinten die Banditen weg sind, dann baue ich die Himbeeren ab, da kannst du auch von träumen. Ah, okay, sehr gut. Wir haben ein Banditenlager, ein Rußsiegel und eine Mondschlucht hier, Wolfi, hier. Ach nö, das sind wieder die Bärwölfe. Wir haben auch nur noch 15 Draufgänger, das heißt, wir legen mal 5 nach. Stellen wir keine Wachen mehr her? Wolf? Doch, aber wir verlieren die ohne Ende. Ja, aber nee, auf meinem Turm sollten eigentlich keine. Sollten sie eigentlich nicht verloren, weil ich habe nur 4. Also, ja, aber wir grenzen ja auf meiner Seite grenzen wir außer wieder an die schwarze Landesgrenze an. Aber die Wache steige. Also wir haben 37 Wache. Ich habe natürlich auch 2-3 Türme gebaut. Das heißt, da gehe wieder 8 bis 12 Wache weg. Du hast die Silber aber entdeckt, Wolfi. Was? Tatsächlich. Ein kleiner jetzt auf einmal her. Ja, weiß ich nicht. Da zeigt es mal wieder eine kleine Nickelader an, obwohl da vorhin die Nickelmine gesagt hat, es gibt kein Nickel mehr. Ich kann es dir doch nicht sagen. Bauen wir alles noch ab, Oma, das bauen wir alles. Alter, die Stämme, Alter. Oh, ist das bitter mit den Stämmen. Das ist richtig bitter aktuell. Die Holzstämme oder was? Ja, wir haben so wenig Holzstämme. Ja, wir haben relativ hohen Verbrauch, stimmt. Weil wir... Also ich habe das echt unterschätzt, unsere Mine. Die Mine verbraucht enorm viel Holzbretter. Deswegen haben die auch eine niedrige Effizienz, weil die Bretterbedarf haben ohne Ende. Das habe ich echt unterschätzt. Aber auch Eisenbarren haben wir so viel. Also Eisenerz haben wir jetzt genug, aber Eisenbarren immer noch viel zu wenig. Ja. Noch Nickelerz und Nickelbarren viel zu wenig. Noch Stahl, viel zu wenig. Na, Stahl ist dasselbe Problem, weil die Eisenbarre brauchen. Nickelbarre sieht eigentlich gut aus. Unsere Waffenschmiede arbeiten halt nicht besonders effizient, weil denen den Haufen Zeug fehlt. Aber wir produzieren keine Wachen mehr, Wolfi. Ich habe nur 4 Leute hier drin. Ja, ja, wir produzieren kaum Wache, weil uns Eisenbarre fehlen tatsächlich. Ach so, deswegen. Okay, verstanden. Das Eisenbarre-Thema bricht uns aktuell ein bisschen das Genick. So, und da hat halt lange Zeit Kohle gefehlt und das ist schon besser geworden. Was hat uns gefehlt? Aber wir haben jetzt schon wieder lange Zeit keine Wache mehr produziert, das ist richtig. Kohle, aber immer noch nicht genügend. Wir haben immer noch nicht genügend Kohle, Wolfi. Wir produzieren doch. War das in der Rüstung? Ja, aber es ist alles reserviert. 144, alles reserviert. Na gut, Kette-Rüstung brauche auch Eisenbarer. Das ist echt Wahnsinn. Aber wie gesagt, also ich würde sagen, wir machen noch mal irgendwo Kohle. Wo waren hier noch eine Kohlemine? Weißt du es noch? Ja, da wo du jetzt, glaube ich, gerade bist. Ja, ich sehe es. Kleine Ader, mittlere Ader. Ich brauche hier noch mal Kohle. Ja. Kohle, Spitzhacke Kohle, haben wir jetzt genug. Und dafür brauchen wir mehr Holz. Ja. Dafür brauchen wir Säge.
Ja, habe ich in weiser Voraussicht schon Auftrag gegeben. So, ich sag mal unserem Sägewerk höchste Priorität, dass da jetzt erstmal die Nadelholzstämme hingeliefert werden, sonst funktioniert das nicht. Ich kann nochmal ein Sägewerk bauen, dann könntest du dir überlegen, ob du nochmal eine Holzfällerhütte und nochmal ein Forsthaus hinbaust. Und gib denen ja auch vielleicht höhere Priorität, damit die auch wirklich zu Ende gebaut werden, zeitnah. Ja, eine Holzfällerhütte ist fertig. Ja, und die andere kriegen wohl nichts geliefert momentan. Ne, die kriegen kein Holz geliefert, ist richtig. Ja, wenn du eine hohe Priorität gibst, dann kriegen die Balken zuerst, bevor sie irgendwo an das Sägewerk oder sonst wohin geliefert werden. Hohe Priorität. Ja, ich bin immer mit 3 Sägewerke ganz, ganz gut gefahren, aber das ist natürlich jetzt anders. Die Minen haben tatsächlich einen riesen Verbrauch. Ja, okay. Hättest du das nicht vorher wissen können. Nein, das konnte ich mal. Hier bald den Turm fertig. Mit dem werde mir blickert, ob ich dies. Ne, ich greife die Scarfs nicht an, solange unsere Schwertproduktion. Alter, was ist das hier für ein ganzer. Achso, die bringen jetzt das Baustellenmaterial, okay. Was halt auch noch dazu kommt, ist unsere Militärakademie. Die läuft jetzt ganz langsam voll mit Stahlschilder und Ketterrüstungen, weißt du? Mhm. Wir haben 16 Ketterrüstungen, 16 Stahlschilder hier oben drin. Hier unten ist auch nahezu voll. Wenn das dann voll gelaufen ist, dann bleibt der Stahl irgendwann nur noch übrig für Streitkolbe und dann fängt auch die Streitkolbe-Produktion logischerweise an. Ja, aber das hat ja bei Otzbox schon nicht richtig funktioniert. Du kannst nicht immer auf Überfluss gehen. Ja, aber so ist es hier leider. Dass wir auf Überfluss gegangen sind. Wir haben nur noch 120 freie Träger. Sie sinkt aktuell. Tatsächlich. Ich weiß warum, weil du ein Lagerhaus gebaut hast wahrscheinlich. Genau. Was ist das denn? Ja, genau, klick das mal an. Ja, ich weiß. Wahnsinn. Da kommen sie überall. Ja. Ja, sollen sie ja auch. Ja, aber ja bei meinem Lagerhaus auch so. Kohle wurde entdeckt. Okay, da. Ja, aber ich. Das ist ja, bringt das uns alles nichts. Reicht? Ich glaube, wir haben alle 45 Spitzhacke gekriegt. Dann sind wir da durch. Wir könnten für Gold, könnten wir jetzt Stoff kaufen, das wollen wir eigentlich nicht. Für Kupfermünze könnten wir Kohle kaufen. Kohle, ja. Wie viel? Da wir da, 3 Kupfermünze bringen uns 7 Kohle. Also es lohnt sich. Kupfermünzen? Ja. Fürs Münzpräge, Kupfermünze braucht man da Kohle, um die herzustellen? Ja, vor allem, haben wir überhaupt Kupfer? Ja, haben wir. Okay. Lass mich mal schön gucken, wo ist denn meine Münzprägerei? Nein, da ist sie doch. Da braucht man Kohle, genau, wir brauchen 1 Kohle und 1 Kupfer sozusagen und kriege dann halt 2 Kohle zurück, mehr oder weniger. Ja, da ich aber aus Versehen ja 16 Kupfermünze geprägt habe, die wir nicht benutzen, kann ich da ja zumindest mal sagen, wie viel haben wir? 16, oder? Wo habe ich das gerade eben gesehen, da oben? Da, 16 Kupfermünze. 3, 6, 9, 12, 15. Also 5 Mal könnten wir das machen. Start und dann sagen wir 7 sind die 35 oder so, das lohnt sich nicht. 5. Doch, es bringt uns 35 Kohle. Ist doch okay. Ja. 35 Kohle habe oder nicht habe. Und da unsere Händler sowieso nichts zu tun haben, holen wir uns das jetzt mal. Also mein Holzfäller arbeitet jetzt, hat auch schon Nadelhölzer. Ich weiß nicht, ob sie es direkt an die Baustelle dem anbringen, ob das Spiel so schlau ist. Hm. Ist das Spiel so schlau? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben jetzt auch Rucksäcke, das heißt, wir werden hier mal. Das ist ja unser aktuelles Problem immer, dass wir zu wenig von den
Baustelleträger habe. Wenn ich jetzt gucke, die hat die Silbereisen aufgenommen. Wo bringt die das hin? Da mal auf. Jawohl. Ach da. Zur Schmelzhütte bringt die das. Okay. Ich lass mal mehr Dings rekrutiere jetzt. 5 Planierer, 5 Zimmerer und 10 Baustelleträger. Damit wir mehr Arbeitskräfte kriegen, die unsere Gebäude bauen. Ja? Staut sich, ne? Stau hier. Stau verursacht. Das sind alles die, die ins Lager gelaufen sind wahrscheinlich.